Das sind... Oh, fuck. Bei mir ist irgendwas. Meiner Pieps. Was ist da los? Hunger? Deiner Pieps, deiner? Kann sein, dass meiner Pieps, ja. Ich werde mir jetzt mal ein Steak reinziehen. Schauen und nimm dir auch noch ein bisschen... Na, was haben wir hier? Steak. Oh, das ist auch ungebraten. Hier, finde ich. Hier, warte. Nee, ich habe alles. Achso. Okay. Schwarz Danai. Ach gut, nimm doch mal, nimm noch ein bisschen. Komm, nimm noch ein paar bisschen da. So, jetzt aber auf jeden Fall noch Bandagen. Ich bin schon wieder geschwächt, sehe ich gerade. Und dann schnell nach Häme. Also dann, was sind wir doch noch nicht in der Nähe? Das gibt's doch gar nicht. Also der Planet sieht von meinem Raumschiff echt riesig aus. Hier ist noch eine Truhe. Hier ist ein Schwert mit 9 DPS. Okay. Ich nehme einfach alles, ne? Wir packen es ja eh bei uns in eine Truhe rein, hat dann eh jeder Zugriff. Genau. Through Graph. Das ist die Frage, sollen wir die Höhle erforschen oder sollen wir diesen Berg erklimmen? Erforschen wir die Höhle. Ich minimiere kurz und gucke ganz geschwind. Wir nehmen erst eine Stunde auf. Okay, geil. Wir kamen so voll, als wenn wir schon 4 Stunden spielen oder sowas. Pervers. Pervers. Weißt du, dieses ungute Gefühl, wenn man spielt, denkt man doch eh, ich habe jetzt erst eine Stunde gespielt, in Wirklichkeit, ne, sind 3 Stunden vergangen. Jetzt dachte ich, wir haben sicherlich schon 4 Stunden gespielt. Oh, aber nein. Da unten ist eine Bombe. Es ist falsch. Oh, ein Kackvieh. Oh, da unten ist, glaube ich, ein Piranha oder sowas. Egal, lasse ich jetzt einfach mal da unten. Scheint es sowieso nicht weiter zu gehen. Ja, hier gibt es nichts zu erforschen. Baue ich mal wieder. Ich weiß eh nicht, ob die Viecher einen großartig angreifen. Die Piranhas, die Fische greifen einen, glaube ich, gar nicht an, oder? Er sah aber so groß aus, irgendwie so bedrohlich. Achso. Anders wie ja, gut, anderen. Ich hab noch nicht alle gesehen. Es kann natürlich sein, dass es da was gibt. Weiß aber sollen wir doch weiterlaufen noch ein Stück oder wie Mensch? Ja, laufen wir weiter. Ich baue jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Ibra ab, aber dann können wir eigentlich weiter. Ja, bin ich auch noch dabei. Hier über dir baue ich auch ab. Ja, sau cool. Weißt du, die wollen, dass wir bei ihnen einkaufen, die im Laden, und davor räubern wir aber komplett ihren ganzen Scheiß aus. We are so fies. Oh. Gold? Achtung, wir kriegen da oben Gesellschaft. Unten, von unten auch. Oh, das ist Gold. You're gonna get the gold. Glück sei mir hold, ich kümmere mich um den Schweinepriester hier oben. Kill the swine priester. Also das Gold sogar ganz hier oben zu finden. Nicht schlecht. Ich gedacht, so Mineralien findet man dann doch eher unten, aber anscheinend findet man alles oben. Geil. Hast du Diamant jemals schon gesehen, gefunden, wie auch immer? Singleplayer? Ich hab's mal gefunden im Singleplayer. Mhm. Ich habe mich ganz, ganz tief gebuddelt. Ich habe da auch so eine unterirdische Pyramide mal gefunden, aber wie gesagt, habe mich da jetzt nicht großartig mit beschäftigt. Aber, ja. Ein Stück Kot schmeckt gut zu Brot. Sowas fehlt Minecraft so ein bisschen, weißt du? Weil wenn man in Minecraft so auf Reisen geht, dann... Oh, scheiße. Da weiß man eigentlich direkt, was einem erwartet. Es gibt halt, ne, diese ganz normalen Gebiete, Schnee, Wüste, ganz normaler Wald oder so, sonstiges. Oh, Silber. Jetzt mal kurz ziemlich viel Silber vor allem. Damit wir hier was sehen beim Abbauen. Guck dir das an, wie viel Silber das ist. Aber das ist echt selten, dass man so viel findet. Schlecht. So eine Planetenumrundung, glaube ich, ganz zu Anfang lohnt sich, bevor man in die Tiefe geht. Ja, ist geil. Einfach mal auf der Oberfläche alles abfarmen. Ach shit, meinem wird gerade voll kalt. Machst du kurz weiter mit dem Silber da oben, dann mache ich kurz das, ich stelle mich in deine Fackel. Oh, habe ich jetzt deinen Stuhl weggemacht. Wir müssten echt so ein Lagerfeuer mit uns mitschleppen eigentlich. Genau, die regeneriert wesentlich schneller. Oh ja, ich habe jetzt 66 Kupfer hier im Sack. Gehen wir noch ein Stück. Vielleicht wird es auch gleich wieder Tag, wahrscheinlich nicht. So, also, ich mache hier den Berg direkt ein bisschen zugänglicher. Ach du Scheiße, ist das steil. Oh, da oben ist wieder so ein Humongolo. Das sind die Bösen auch, ne? Ja. Boah! Er schmeißt mich einfach. Boah, die Drecksau kommt her. Schnell eine Bandage futtern. Alter. Boah, ich muss auch schnell. Ich laufe hier die ganze Zeit schon geschwächt rum. Mann. Ab und zu verliert man irgendwie, ohne dass man... Ah, da kommt er durch wegen meiner Mauer da. Perfekt. Gut, geh mal. Soll er gerade da unten eine Verrecke? So, jetzt mache ich hier noch das Kupfer weg. Oder ist das nichts? Vorsicht, ein grüner Stinker. Oh, die sind echt hart. Die sind hart. Nice. Hat mir sogar glücklicherweise nichts abgezogen. Ah, da ist ja noch Höhleneingang. Ist aber nichts. Ist okay. Nur ein Wässerchen da unten. Ach, shit, warte mal. Ich muss mich kurz. Kannst du noch eine Fackel setzen? Ich muss mich aufheizen. Mhm.
Oder kannst du ein Lagerfeuer machen? Kannst du kurz gucken, ob du ein Lagerfeuer craften kannst? Kann ich kurz nachschauen? Ja, ich beschütze dich. Gucke kurz. So, jetzt muss ich nochmal die Taste finden. C. Torch. Ah, ich kann sogar eins herstellen. Campfire. Soll ich eins machen, oder? Ich mache eins. Okay. Ich habe jetzt eins gemacht und mache mir das direkt hier hoch. Weil das dauert ewig, bis man wieder warm hat. Alter. Bin der Verrückte? Aber egal. Ich vermute das, dass die gleich hochkommen. Aber diese Büffel sind nicht hochgekommen, ne? Nur der Spasti ist, der aus dem Nichts kam. Dann mache ich deine Fackel mal ab. Ja, so geht's viel, viel besser hier. Ich hocke mich ins Feuer rein. Oh, es ist Scherenbobbes. Oh nein. Oh fuck. Warte. Okay, ist erledigt. Ich wollte gerade sagen, da kriegt aber jemand auf die Eier. Okay. Da unten, das Problem ist, da unten sind noch blaue. Ich glaube, wir müssen die nacheinander killen. Nice. Ich mach erstmal das Feuer weg da, ne? Wir sind ja aufgeheizt. Oder hast du die aufgeheizt? Warte, ich schau mal kurz. Ja, bei mir tut sich nichts so sicher, aber da ist schon aufgeheizt. Okay. Dann nehme ich es mal mit. So. Dann mache ich hier noch. Achte, Vorsicht, ich baue ein kleines Stück runter, dass wir hier agieren können, ja. Die haben sich irgendwie zurückgezogen, ein bisschen. Hier unten. Ach du Scheiße. Oh, guck mal, die greifen gar nicht an. Och, sind die lieb. Hey. Oh. Ich hab dich wieder, oder? Warte. Nee. Ah, die hüpfen einfach nur. Die furzen so komisch. Hör mal genau hin, was die machen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdige Kamerädchen. Was. Oh, hier ist Gold. Tam. Also Geld meine ich. Geld, kein Gold. Hast du arge Probleme? Nee, ist ja nicht nur der Body Slam. Vielleicht mal Bandagen fressen. Guck mal hier. Das wird doch nur der Kuppers hin. Ach, wieder so ein Stinkevogel. Jetzt reicht's aber hier. Oh, jetzt blubbert er noch seine Bläschen nach mir. Das must be an AZ Vogel. So. Das hat sich ausgeblubbert jetzt mit dir hier. Jetzt sind wir ja doch knallhart, ne? Und gehen draußen mitten in der Nacht rum. Alter, komm mal kurz her. Moment. Wo bin ich? Ich... Gosh, komm mal! Das Rätsel am Sonntag. Wo ist Warren? Bist du in der Höhle gefallen? Nee. Ich bin da so auf der Oberfläche. Ich bin oben. Okay. Also quasi auf dem Boden. Aber wo? Bist du arg weit von mir weggelaufen, oder? Warren? Wo bist du hier? Komm mal! Wir können... Warst du gerade eben im Zelt? Ah, nee. Nee, jetzt kann ich nicht. Ich dachte, wir können beide ins Zelt, wie das aussah. Leg mal rein, ich will's abbauen, wenn du drin bist. Guck, was passiert. Komm mal! Okay. Aua. Ah, okay. Guck mal, oh, man hat noch die Augen zugehabt. Nimm du dir auch noch das Feuer mit, dann hast du auch ein Feuer dabei. Ja, stimmt. Guck mal, wie meine abgeht, da. Nimm doch mal das Feuer mit, Mensch! Okay. Oh, jetzt hab ich's aufgenommen. Warte, hier. Oh, jetzt hab ich dir beide zugeschmissen. Scheiße, Mann! Ja, egal, ich weiß, was nötig ist. Das schmeiß ich dir. Ja, das zu. Passt. Guck mal, hier, der Baum ist auch selten, ne? Normalerweise sieht man selbst in Winterlandschaft nicht solche Bäume. Hier ist Gold. Time for... Eine Höhle. Geh mal kurz ein Ei. Ist ja eh Nacht. Oh. Naja. Nichts Cooles. Das ist nichts Gutes. Sag mal, wann ist denn hier der Planet umrundet? Sicher hier noch ein Planet, Stück weiter. Ey. Oh, Lila greift an, gell? Ah. Ich glaube schon, ja. Ich hab 60 Fackeln dabei gehabt, ne? Jetzt habe ich noch 14. Also wir haben ziemlich viel durchforstet. Oh fuck. Oh, zum Glück habe ich jetzt beide dann noch gekillt bekommen hier. Weil ich habe noch 2 oder 3 Strichelein gehabt. Weißt du, ich fall jetzt in der Höhle mit 80 Monstern. Ja, mal gern. Na, geh in die. Hier ist ein bisschen Kupfer noch. Komm schon, Kupfer! Ja, komm schon, Schmetterling. Ja, so eine Scheißfliege wieder. Warte, gleich fängt es an zu blubbern wahrscheinlich. Okay. Was sind denn das für Rohstoffe? Metall. Ich meine Iron. Eisen. Überbegrifflich gibt's hier auch nichts, so. Das ist alles ganz definiert, du. Oh, es wird hell. Ach, guck mal, du. Oder erfriert meiner Garten. Wir mussten uns nicht mal versteckeln. Wir konnten einfach auf Reisen bleiben und es wird trotzdem hell. Guck mal da. Ah, das ist ein grüner Spasti drin. Nicht mit uns. Haben wir kein Interesse dran. Reinzukrabbeln, wenn da grüne Spastis in der Nähe sind.
Aber weißt du was, ich bräuchte sogar fast bald mal wieder dann eine neue Axt oder so. Ich hoffe, dass wir die Umrundung bald geschafft haben. Ja, ich, wenn wir zu Hause sind, dann habe ich auch mehr vorgenommen. Mal zu schauen, was man da Schönes kräften kann. Huh. So, so. Oh, weiteres Silber. Ja, hier ist auch Silber. Bist du da drüber gehoppelt über das Silber? Ja, wahrscheinlich habe ich es übersehen. Gehoppelt wie ein Hoppelhase. Just like an Hipple Hiss. So, ich bin gleich... Bist du schon arg weit gegangen? Hast du schon irgendwas gefunden, was dir bekannt vorkommt? Jetzt wirklich bekannt ist? Nee, bis jetzt noch nicht. Also es ist jetzt wieder... Es fängt jetzt wieder diese lilane Landschaft an. Also wo wir diese lilane Erde haben, aber... Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt schon bekannt ist. Oder nicht. Oder doch. Das ist echt merkwürdig. Ja, das ist sehr merkwürdig. Ah ja, da. Where are ya? Guild. Ich nehme hier Guild. Eine Kartusche habe ich für dich da stehen lassen. Ne? Was sind das jetzt nehm zur die Zeit für eine Axt? Ist das eine Steinaxt? Stone. Alter, wir müssen uns dringend eine Eisenaxt machen. Ey. Was machen wir hier? Wir haben schon so viel Eisen und hantieren immer noch hier mit diesen schlechten Werkzeugen rum. Ich glaube, das levelt sich dann so auf. Erst kommt eine Kupferaxt, die musst du aus deiner Steinaxt praktisch machen. Und aus dieser Kupferaxt kannst du dann deine Eisenaxt machen. Weißt du, du musst dann praktisch, wenn die Axt am Schluss kaputt wäre, deine Diamantaxt, musst du, glaube ich, wieder von ganz unten anfangen und alles so hoch. Achso, man muss sich dann jedes arbeiten. Mal. Genau. Also, du kannst eine Kupferaxt nur herstellen, wenn du eine Steinaxt mit in deinem Inventar hast, die dann dafür verwendet wird. Gut, aber eine Eisenaxt können wir dennoch machen, ne? Denke ich mal. Ja, ja, also zuerst kommt Kupfer und dann Eisen können wir bestimmt auch machen. Achso, Kupfer kommt zuerst. Ja, gut, okay. Aber immerhin schon mal ein kleiner Fortschritt, weil... Ja, selbst die wird ja wahrscheinlich dann, ne, ich denke, doppelt so schnell sein wie das Teil hier. Oder zumindest, was weiß ich, 20% schneller oder 80 Millionen? Bin gleich da. Wo ist er denn hin? Der Werl, da arbeitet er ja. Im Berg, wie immer. Der alte Bergwerker, der. Der Bergwerkler. Ist das eine Bombe oder ist das jetzt eine Geldkassette? Warte, zeig mal. Das ist eine normale Geldkassette. Nicht! Pff. Oh. Voll die Ochsen hier bei mir. Die Tiere weiden auf dem Feld. Sie laben sich. Am Gram. Jetzt wird's gefährlich. Oh, drei Bären kommen auf uns zu. Oh, fuck, fast. Ah, obwohl, die sind doch brav hier, ja. Boah! Du Scheiße. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Scheiße. Die sind brav. Komm, lass hier wieder rausgehen hier. Okay, da geht's jetzt nur unter Wasser. Hier kommt man hoch bei mir hier. Wir sind voll die Jockel. Oh, guck mal, hier geht's auch ein bisschen runter. Ich linse mal kurz hinunter. Ah, Wasser nur. So, hier fängt wieder eine Schneelandschaft an. Achtung. Aber das ist doch, das haben wir doch bestimmt gebaut, das Stück hier, oder? Das eingekreiste. Nein, das weiß ich nicht. Kommt mir nicht bekannt vor. Oh, ich muss dringend wieder Ding schlucken. Du auch. Ja, Dagen. Stimmt. So. Kleine Schweinepferde. So. Oh, kleine zwei Hörner. Klein zwei. Das ist ja auch. Hörnchen. Ich finde es gut, dass die so eine Art. So ein Cooldown haben, wenn die einen angreifen. Die zappeln dann kurz so rum, stehen auf einer Stelle und greifen dann erst ein zweites Mal an. Das macht sehr angenehm, aber die zu töten. Oh, das ist cool. Das kommt mir doch jetzt doch bekannt vor, du Mensch. Was nimmst du mit? Hier habe ich ein bisschen Gold gefunden. Das ist, nicht genau, das was ist eine Goldaxt, anders wie in Minecraft. Ist die hier ein bisschen besser, oder? Ja, ich glaube, die ist hier viel, viel stärker, ja. Na dann warte ich hier mal auf dich. Wird es auf jeden Fall lohnen, die mitzunehmen. Ich kill einfach mal die kleinen Stinker. Gold ist generell in jedem Spiel eine ziemlich hohe Wertigkeit, ne? Also muss jetzt halt hier sowas Minecraft-mäßiges sein, aber speziell in Minecraft ist Gold irgendwie fast nichts wert. Sei denn, außer diese Rails, ne? Die sind ja sauteuer. Oh, was habe ich hier? Eine 2 haben wir. Ja gut, die 10 DPS. Naja. So gehen ja weiter. Ich denke, jetzt haben wir doch... Auch wieder nicht. Haben wir doch gleich die Umrundung hier geschafft. Jetzt wird zwei Schniedel. Das werden wir doch hier langsam mal gepackt haben, Menschenskinners. Wahrscheinlich haben wir den größten Planeten erwischt, den es gibt wahrscheinlich in dem Spiel. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ich baue es mal ab, gell? Bam. Ich glaube, wenn man dran geht mit E, das reicht dann schon. Na, ich will es nicht. Ich will es nicht hin. Weißt du, dann müsste ich auf jeden Fall... Ey, überleg mal, wenn ich ganz vorhin am Anfang wirklich nach links gelaufen wäre, um dir entgegenzulaufen.
Das hat ein bisschen gedauert. Ganz vorhin. Ich hab's mal hingebaut. Die Everdöner. Sehr gut. Machen wir die Everdöner hin, du. Menschenskinder, die verschissene Everdöner. Ich sag's im Gute. Oh, sind ziemlich tief. Okay. Aber das kennen wir doch jetzt, du. Nee, das kennen wir immer noch nicht. Mensch, Heppet, Mensch. Ich war beim Heinz, gell? Guck mal, du Nuff. Oh, Geld. Okay, so süchtig nach Geld. Ich möchte mir nämlich ein Fahrrad Gold kaufen. Ich möchte gerne ein Motocross-Motorrad finden wie ein Neta. Gold.